Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Land 1. Nein, Super Mario Land 3, Mario Land 1. So, heute die letzte Aufnahme. Ich habe gestern noch direkt das ganze Geld gefarmt. Und zwar habe ich ja im letzten Video habe ich noch dran geschnitten, wie ich das gemacht habe. Und zwar im Level 6 war das, glaube ich. Sehr kurzes Level. Da kriegt man innerhalb von 30 Sekunden, ungefähr von innerhalb 30 Sekunden 91 Münzen. Jo. Und jetzt gehen wir mal ins, ich denke mal, finale Level. Kurs Nummer 40. So. Wow, ich habe hier auf jeden Fall noch nicht reingeguckt. Ich weiß also nicht, wie das hier abläuft. Also... Autos draußen, ja, ja. Ich lausche gerade der Musik. Die hört sich auf jeden Fall sehr bedrohlich an. Gibt's ganz viele Items, die wir nicht brauchen. Ich habe eben gerade einen Hamburger gegessen. Also einen Maxi-Burger. War lecker. Ist quasi wie so ein Big Mac. Von der Aufmachung her. Bäh. Na, der schießt weiter, nicht so wie der letzte. Der letzte hat ja aufgehört, als wir den Dings gemacht haben. Puh. Nö, das will ich eigentlich alles gar nicht haben. Ich will eigentlich nur noch ans Ende kommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel scheiße ist. Oh! Nein! Scheiße! Ah. One more time! Aber das war ganz cool bisher. Ist eigentlich nur um irgendwie... Ach, ich dachte, ich müsste wieder von vorne anfangen. Habe ich total verpeilt. So, jetzt will ich schon gern wissen, was da drin ist. Für ein Herz. Na gut. Bitte ein Item. Ja. Sehr schön. Ah. Das war der Ritter, den ich meinte. Irgendwann habe ich den schon mal erwähnt. Aber das war jetzt easy. Ich dachte, das wäre schwerer. Nein! Da! Ah! Okay, ich gehe nochmal zurück und hole mir ja das andere Dings. Doch, die Musik hat was. Und mir gefällt die irgendwie. Obwohl die so bedrückend ist. Ich verkack das hier eh. Schon wieder. Dö. Boah. Oh.
Okay, das ist echt arschig, die Stelle da. Ich krieg das da einfach nicht hin. Aber ich habe ja 22 Leben. Oder so. Sehr schön. So. Okay. Das Wunderlampe. Ist das die Kapitänin? Fuck, ich weiß den Namen nicht mehr. Oh, ist der böse. Oh, fuck. Ich glaube, man musste die irgendwie richtig schmeißen, damit die nach oben zeigt oder so. Ah, genau, sowas war da. Ha. Wow. Boah, ist das Musik, ey. Was? Ich hab den doch eben auch so getötet. Ah. War da irgendwo ein Checkpoint? Das war bestimmt der mittlere jetzt wieder, ne? Ja, natürlich. Aber ich versuche jetzt diesmal mal meinen Kram beizubehalten, also meine Items. Ey, ich bin doch eindeutig da drauf gelandet. Ah. Na gut, dann halt nur noch 20 Leben. Waren es noch 20? Ja. War mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich schon ein paar öfter mal gestorben bin. Krieg das hin. Weil das da oben so viele Münzen sind, finde ich voll cool. Wäre ich fast schon wieder runtergefallen. So, jetzt müssen wir nochmal ihn hier besiegen. Lauf mal durch die Tür, genau. Auf jeden Fall nicht auf den Kopf springen. Aber so ist es ganz gut, wenn ich oben drüber laufe. Super. War das jetzt schon das Ende? Nee, da kam noch was, genau. Nein! Toll. Warum werden die davon eigentlich nicht getroffen? Uiuiuiui. Okay. Das letzte Mal sind wir, glaube ich, klein hier reingegangen, oder? Und was ich eben meinte, Kapitänin, gegen die wir sowieso die ganze Zeit kämpfen wollen, irgendwie.
Habe ich in der Videobeschreibung geschrieben, wie die heißt. Ich denke mal, das ist die. Ups. Ich mag das, wie er seinen Finger, seinen Mittelfinger so bewegt, um die Dinger da zu schießen. Ach komm! Fuck. Oh, der ist echt nicht ohne. Vor allem, weil das halt so random ist, wie die dumme Wunderlampe da hinfällt. Und immer dieser weite Weg von hier hin nach da vorne. Wir haben halt übrigens einen 8.7. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Und meine Nase juckt. Und ich hab's letztes Mal scheiße erzählt. Ah, und zwar kommt nach jedem Spiel überhaupt nicht Bastion, sondern kommt erst noch ein anderes Spiel, was ich zusammen mit Dominik aufgenommen habe. Das habe ich noch nicht gerendert. Ja, ich bin renderfaul. Ich gebe es ja zu. aber ich wollte halt erstmal hier Wario Land fertig aufnehmen und dann halt das andere Projekt komplett rendern. Aber was das für ein Projekt ist, sag ich euch, wenn es soweit ist. Also am Ende des jetzigen Let's Plays. Sag euch am Ende des Let's Plays von Dominik und mir, was es für ein Spiel war. Genau. Ist ja auch logisch. Doch, komm! Habe ich das hier vorne mitgenommen, das erste? Ich glaube schon, ne? Weil hier bei der Tür war da noch was. Ja. Weil mit den Hörnchen kann man längere Zeit diesen Boost, sag ich dir jetzt mal, diesen Ram-Move. Kann man da besser länger mit ausführen. Wow! Wow! Oh, Gottes Willen war da wieder knapp, ey. Ich finde, die sehen immer so blind aus, irgendwie. Ich guck gerade dem Hund von unserem Nachbar zu, der irgendwelche Faxen macht, keine Ahnung. Jetzt ist er weg. Komm. Oh, das ist immer so knapp, wie der olle Spaten da drauf springt. Och Mann, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich glaube, ich krieg das schon wieder nicht hin. Weil der hat bestimmt nicht nur hier die eine Form. Wow! Gott, das ist... Oh!